Hallo Leute, Takeo hier. Obwohl ArenaNet mit dem Ende von Heart of Thorns viele der versteckten Erfolge im Erfolgsmenü aufgedeckt und auch feinsäuberlich in den Bereichen Nebengeschichten kategorisiert hat, wurden mit Path of Fire neue versteckte Erfolge hinzugefügt. Ja, das muss man nicht wirklich verstehen. Wenn man also einen Blick auf die Story-Erfolge wirft, nachdem man auch alle abgeschlossen hat, dann sieht man, dass es im ersten und dritten Akt noch weitere Erfolge gibt, die jedoch nicht angezeigt werden. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese schnell abschließen könnt. Zeitstempel könnt ihr in der Videobeschreibung finden und natürlich auch Spoilerwarnung für alle, die Geschichte noch nicht abgeschlossen haben. Für den ersten Erfolg Versteckt und Entehrt müsst ihr das Kapitel Nacht der Feuer spielen. Stürmt das Geschmiedetenlager und spielt die Instanz bis zum Endkampf mit der geschmiedeten Bastion. Habt ihr diese besiegt, können wir ganz entspannt 6 seltsam brennende Schriftrollen einsammeln. Die erste finden wir auch gleich auf einem kleinen Podest in der Nähe, wo die geschmiedete Bastion erschienen ist. Die zweite ist davon östlich hinter den ganzen Kisten versteckt. Nummer 3 finden wir direkt südlich davon hinter den weiteren Kisten. Für Schriftrolle Nummer 4 gehen wir den Weg zurück und finden sie dann hinten an der Klippe versteckt. Nutzt hier dann den Springer und springt über die Flammenwand nach unten und dort werdet ihr Schriftrolle Nummer 5 finden. Und noch eine Etage weiter unten, wo die Instanz angefangen hat, liegt die letzte Schriftrolle. Das waren auch schon alle versteckten Erfolge im ersten Akt und die letzten 3 versteckten Erfolge gehören alle zu Akt 3. Spielt die Story-Mission Gottesmord und kämpft gegen Balthasar. Für den Erfolg, wer braucht schon ein magisches Schwert, dürft ihr so Houtin das magische Schwert von Ridlock nicht verwenden, sondern müsst Balthasar mit euren eigenen Waffen besiegen. Dabei sollt ihr gleich zu Beginn des Kampfes die Waffenwechseltaste drücken, um das Schwert cool auf den Rücken zu packen. Falls ihr mal in den angeschlagenen Modus wechselt und wieder auf die Beine hochkommt, dann müsst ihr das Schwert erneut wegpacken, bevor ihr den Kampf wieder aufnehmt. Den zweiten Erfolg nicht schon wieder, könnt ihr schon passiv bekommen haben. Diesen gibt es nämlich in derselben Story-Instanz, nämlich Gottesmord. Wenn Balthasar seinen mächtigen Angriff auflädt, müsst ihr einfach nur in den kleinen blauen Kreis laufen und dann über die spezielle Aktionstaste Aurene zum Angriff auffordern. Wenn ihr von diesem Angriff nicht getroffen werdet, dann gibt es den Erfolg. Achtet aber auch darauf, dass ihr nicht aus Versehen Sohotin wieder durch die Aktionstaste anlegt und Balthasar mit Auto-Attacks angreift, wenn ihr versucht gerade beide geheime Erfolge hier abzuschließen. Den letzten versteckten Story-Erfolg Saturday Night Fever gibt es, wenn ihr in der letzten anschließenden Story-Mission Kleiner Sieg, Epilog, nach dem Gespräch mit Ratsoberhaupt Iman zu den Musikern auf der kleinen Bühne geht und dort mit dem Emote/Tanzen das Tanzbein schwingt. Habt ihr davor die ganzen Story-Erfolge abgeschlossen, dann seid ihr nun wirklich fertig mit der Geschichte von Path of Fire und habt alle Erfolge, die zur Story gehören. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann Leute, macht's gut. Ciao.